Hi, hier ist Toni von Game of Lures. Willkommen zurück auf meinem Kanal und willkommen zurück zu diesem neuen Video. Und wir reden heute über Achtung und gleichzeitig Spoilerwarnung für euch da draußen, falls ihr diese Box habt oder euch bestellt habt und euch selber überraschen möchtet, über die Osterbox von MFB aus dem Jahr 2022. Und da würde ich mal sagen, schauen wir gleich mal direkt rein in die Box. Einmal hier oben in der Ecke findet ihr nochmal den Link zur vorherigen Osterbox aus dem letzten Jahr. Und am Ende des Videos könnt ihr, danke an MFB an dieser Stelle, eine dieser Osterboxen gewinnen. Ich habe hier nämlich eine noch liegen und die geht dann raus an euch. Wie das Ganze dann vonstatten geht, gewinnspieltechnisch, erfahrt ihr dann am Ende des Videos. Also schön dranbleiben und dann würde ich sagen, schauen wir uns jetzt mal diese Box an. Wenn ihr sie bestellen möchtet, könnt ihr übrigens meinen Community-Code benutzen, den blende ich euch jetzt hier unten ein. Und dann spart ihr dann 10%. Die kostet 59,95 die Box. Abzüglich 10%, also knapp 6 Euro gespart. Immerhin. So, dann starten wir mal rein in diese Box. Und das sieht erstmal ziemlich interessant aus, würde ich sagen. Ich sortiere mich jetzt hier mal so ein kleines bisschen durch. Schon was auseinandergefallen, das ist aber nicht so wild. Wir starten mal zuerst mit Major Fish Connector Jigköpfen in verschiedenen Größen und Grammaturen. Also, da brauche ich glaube ich jetzt nicht allzu viel zu sagen und nicht zu sehr darauf eingehen. Jigköpfe wahrscheinlich für die verschiedenen Softbaits, die hier drin sind. Und das hier sieht jetzt ein bisschen komisch aus. Hier ist nochmal so ein Jigkopf, da ist die Verpackung aber irgendwie schon auseinandergerissen. Macht gar nichts. Wir haben hier von Berkeley den Snapjig Needlepoint, Größe 3/8, ist wahrscheinlich das Gewicht 3/8 Unze und Hakengröße 5/0. Die sehen auf jeden Fall richtig cool aus. Ich zeige es euch jetzt nochmal so, hole euch jetzt aber auch nochmal einen raus. Die habe ich so noch nie gesehen. Die habe ich so tatsächlich noch nie gesehen. Die sehen sehr spannend aus. Da ist er einmal. Hier unten mit so einer Art Segel. Ich weiß nicht, ob die Gummifische dann mit diesem Jigkopf so ein bisschen zum Boden runtergleiten, also einfach so eine schöne lineare Linie haben und wahrscheinlich stehen sie auch unten am Gewässergrund dann einfach deutlich besser. Ja, das sieht schon mal ganz cool aus und da kann man dann, ja weiß ich nicht, vielleicht auch mal mit dem einen oder anderen Gummifisch oder so ein fressendes, gründelndes Fischchen schön imitieren und hier unten hinten ist noch so eine Öse dran. Ich vermute einfach, da kann man dann nochmal so ein Stinger einhängen. Oder vielleicht so ein Spinnerblatt oder irgendwie sowas, was es da so gibt. Ja, finde ich cool. Habe ich so noch nicht gehabt. Kennt ihr diese Jigs? Schreibt es mir gerne mal unten in die Kommentare. Würde mich mal interessieren, wofür ihr die einsetzt. Ich werde mir dazu gleich mal ein Video anschauen, wenn ich fertig bin. So, dann geht's mal los mit den... Nee, noch nicht. Wir haben einen Klassiker in der Box. Das finde ich richtig cool. Ein schöner Löffelblinker und zwar der DAM FZ Twinspoon, war das richtig? Genau, Twinspoon, 5,5 cm, 22 Gramm. Das heißt, hier sind so zwei Spinnerblätter übereinander gelegt. Auf der einen Seite ist er Silber, auf der anderen Seite Gold. Hinten noch so eine rote, angedeutete Flosse, nenne ich es jetzt mal. Und ein schöner Trimming. Sehr, sehr, sehr cool, denn solche Köder, klassische Spinner, Blinker und so weiter, haben mir schon auf den Angeltag gerettet. Man lässt sie immer so ein bisschen stiefmütterlich in der Box. Geht mir jedenfalls so ganz oft. Und wenn man dann so zum Ende des Angeltags kommt und dann doch nochmal sagt, ach komm, jetzt mache ich nochmal einen Spinner oder einen Blinker dran. Oft funktionieren die dann, wenn alles andere auch noch so tolle und teure nicht funktioniert hat. So ein Blechköder ist halt einfach ein Goldie, ein Klassiker. Und ja, von daher immer mit einpacken und immer mal wieder mit durchziehen. Ihr werdet auf jeden Fall eine Menge Spaß damit haben. So, dann haben wir eine coole Geschichte von Savage Gear, und zwar den Crazy Swim Jig, ein vorgerigter Chatterbait in 10 cm mit 8,5 Gramm in der Farbe Black and Red. Den lasse ich mal drin in der Verpackung. Das ist auf jeden Fall mal eine coole Geschichte, wenn man sich an das Thema Chatterbait oder Bladed Jigs, nennt sich das Ganze ja offiziell eigentlich, mal ranwagen möchte. Und dann hat man hier schon komplett vorgerigte Geschichte. Farbkombi finde ich auch ganz cool. Und ich denke, bei der Größe ist auf jeden Fall eine Barschgranate. Das sollte auf jeden Fall schön Spaß machen. Und der ein oder andere Zanderhecht steckt hier mit Sicherheit auch ein. Warum Bladed Jig? Chatterbait ist, glaube ich, eine Geschichte, geschützte Markengeschichte von, ich habe vergessen den, irgendeinen Camo-Tackle Köder, den die importieren. Die haben sich, glaube ich, das Wort Chatterbait
Gesichert. So, dann haben wir Berkeley. Das ein oder andere Mal, so wie das hier aussieht. Berkeley. Okay. Berkeley, der, wie heißt denn der hier? Beaten Pedal Frog. 3,9 Inch, 10 cm Farbe HD Natural Leopard. Und Hook to Use Double Frog Hook. Mhm, okay. Da seht dann einmal. Sieht man jetzt hier unten da diesen Double Frog Hook da unten auf diesem Zettelchen hier, auf diesem Aufkleber steht es mit drauf. Sieht auf jeden Fall interessant aus, denn der wird dann vorne reingeschraubt und dann hat man halt zwei Anbestellen. Die kennt man von diesen ja, Plastik- oder Gummifröschen, die man so kaufen kann. Da hat man ja oft auch zwei solche Haken, die dann hinten am Körper liegen und dann der Hecht, ist ja in der Regel ein Hechtköder, sich den Frosch zusammendrücken kann bei der Attacke. Finde ich auf jeden Fall interessant, den hole ich jetzt auch mal raus. Ich denke, hier kann man auf jeden Fall auch eine ganze Menge Spaß mit haben, wenn man hoppala, den mit einem kleinen Nail-Sinker und einem normalen Offset-Hook zum Beispiel, er hat relativ gutes Gewicht, relativ weightless oder mit sehr wenig Gewicht zum Beispiel im Seerosen- oder Pflanzenfeld so ein bisschen durchzieht, dass er schön oberflächennah mit seinen kleinen Paddle-Tails hier hinten an der Wasseroberfläche ein bisschen ja, blubbern macht. Könnte ich mir vorstellen, dass das gut funktioniert. Ja, werde ich auf jeden Fall mal antesten. Ich denke, der eine oder andere Großbarsch wird hier sicherlich nicht Nein sagen bei so einem Snack. Und dann werde ich euch mal berichten. So, wir machen weiter mit noch mehr Savage Gear. Berkeley. Berkeley, der Area Game Spoon Chisai in 2,2 Gramm. Farbe gibt es nicht. Bunt. Bunt. Schön schockig und ihr seht es vielleicht. Es sind zwei Haken mit dabei. Finde ich interessant. Also ein Austauschhaken mit dabei. Schauen wir uns mal eben an. Ah ja. Das ist interessant. Also einmal haben wir einen ganz normalen klassischen Haken mit Widerhaken. Der ist schon montiert an na, dem Spoon. Hoppala. Da seht ihr einmal, 2,2 Gramm ist auch schöne, ordentliche Größe. Ich hoffe, man sieht den Haken jetzt einigermaßen mit dem Widerhaken. Und hier ist noch ein zweiter Haken mit dabei und der hat, ja, der hat keinen Widerhaken, also einen Schonhaken. Da ist er einmal. Und wenn man an Gewässern ist, wo es vorgeschrieben ist, mit dem Schonhaken zu fischen oder man selber sagt für sich, ich möchte nur mit Schonhaken fischen, dann kann man hier auf jeden Fall einmal austauschen, hat alles mit dabei und dann ist das eigentlich eine coole Geschichte, muss ich sagen. Finde ich ganz cool. So, einmal an der Seite. Hier ist noch eine ganze Menge drin, liebe Leute. Von Quantum 4 Street, der BS-Shed kommt jetzt an die Reihe mit 4,4 Inch in der Farbe Brownie. Sieht auf jeden Fall mal ultra ölig aus hier drinnen. Das Ganze, seht ihr, das ist ja Wahnsinn. Also auch hier drinnen im Karton ist das ein oder andere anscheinend aus dieser Packung ausgetreten. Ich kenne die Farbe auf jeden Fall von den Quantum Q-Paddlern und ich mag diese Farbe ganz gerne, weil sie recht natürlich ist. Ein schöner heller Bauch, upsa, brauner Rücken, Gott ist das hier schmierig. Schöner brauner Rücken, ein paar dunkle Flakes. Fand ich mal ganz cool bei den Quantum Q-Paddlern, nur mochte ich den Geruch bei diesen Q-Paddlern nie. Und ja, das werde ich mal gucken. Also gerade hier im Kanal, wenn es ein bisschen klareres Wasser mal gibt, wenn nicht viel Schiffsverkehr ist, könnte man hiermit durchaus viel Spaß haben. Runde gesagt ist ja da. Von daher, why not? Sieht auf jeden Fall erstmal cool aus. Schöne Offset-Taschen hat er auch mit 4,4 Inch. Auch sicherlich eine gute Größe für Großbarsch und Zander. Ja. Das sollte hier überhaupt gar kein Problem darstellen. 4,4 Inch sind 10 cm, schätze ich. Steht ja nicht mit drauf, oder? Ne, stand nicht mit drauf. 5 Stück sind mit drin. Finde ich ganz cool. Kennt ihr diese Q-Paddler, diese 4 Street Marke, habt ihr die selber schon mal gefischt? Das ist jetzt ja öfter mal in den MFB-Boxen drin gewesen und ich muss sagen, ist auf jeden Fall ein schöner ja, Kontrast zu den klassischen Quantum-Ködern, wie ich finde. Und da bin ich sehr happy mit, dass es die gibt, weil, wie gesagt, auf diese
Q-Paddler zum Beispiel, die haben so einen komischen chemischen Geruch, den ich überhaupt nicht leiden kann. Darum kaufe ich mir die auch nie. Und auch wenn sie sehr fängig sind. So, aber egal. Weiter geht's mit Berkeley. Nicht Savage Gear. Berkeley again. Und zwar der Hollow Belly 6 Inch, 15 cm in der Farbe Cotton Candy. Hook to use weighted offset. Den müssen wir, glaube ich, auch nochmal rausholen. Ich finde die Farbe sehr cool. Das ist eine Farbe, die mir auch schon öfter mal den Tag gerettet hat. So ein bisschen pink oder lila. So. Der sieht auf jeden Fall sehr schön aus. Da seht ihr einmal, was ich jetzt hier gleich so gesehen habe. Was ich ganz cool finde, die Augen sind eingegossen, das heißt, die können nicht einfach abfallen. Ist ja immer so ein wichtiger Orientierungspunkt für unsere Räuber. Die attackieren ja oft auf den Kopf und ja, finde ich ganz cool. Hollow Belly heißt, der ist, glaube ich, hohl hier innen drin, genau. Und den dann vielleicht in Kombination mit diesem Berkeley. Na, wobei, da ist der Hakenbogen nicht ganz so, nicht cool genug für. Berkeley passt da nicht ganz drauf, aber ja, so ein schöner 5-0. 4-0, 5-0, Jig und dann ab dafür. Finde ich cool. Schön weich. Sollte auf jeden Fall für einen Sammler kein Problem sein, die Dinger einzufalten. Einmal wieder rein. Noch mehr Gummi kommt von Headbanger. Der Banger Bug in 3 Inch. Superior Kicking Action Flavored with Salt. Und das ist der Banger Bug in 3 Inch, 7,6 cm in der Farbe Watermelon Red Flake. Die hatten wir jetzt, glaube ich, schon das ein oder andere Mal in verschiedenen Boxen drin. Ich glaube, bei Hecht und Barsch waren auch so welche drin. Hatte ich so, waren die weiß? Ich glaube, die waren schön weiß, also so ein Perlmuttweiß. Und jetzt hier nochmal so eine schöne, ja, natürlichere Farbe. Finde ich ganz geil. Ich fand die bei hier vorne. Seht ihr das? Diese kleinen Paddles an den Seiten, Beinchen und hier unten, die Scheren haben auch diese Paddles dran. Das heißt, viel Aktion unter Wasser und das sollte auf jeden Fall richtig Spaß bringen. Kann man mit ganz normalen Jigs oder Finesse Rig natürlich ganz normal fischen oder, und ich glaube, die sind leider nicht drin, diese Rockerheads von Headbanger, die waren in irgendeiner Box mal drin, passend zu der Größe und ich glaube, das ist in Kombination auf jeden Fall eine Macht. So, Savage Gear und zwar der Gravity Crank in 5,8 cm 9 Gramm Floating Farbe Perch. Ja. Schöner kleiner Crankbait, rasseln inside, hier oben sieht man, das ist dieses Lautsprecherlogo, Fotoprinter ist das, glaube ich, dieses kleine gelbe. Ja, Asseln hat er auf jeden Fall. PHP Photoprint Longcast System. Ja, finde ich gut. 9 Gramm, schöne Größe. Da geht alles drauf. Fast alles. Und, oh, hoppla. Seika Pike Bomb. Eieiei. 44 Gramm schwer, 100 mm und Lauftiefe bis zu 2,50 Meter. Hui. Aber ich glaube gerade sowas, jetzt nach zum Saisonstart, wenn die Hechte fertig sind mit Fortpflanzen und so weiter, da sollte sowas hier auf jeden Fall sehr gerne angenommen werden. Und das ist auf jeden Fall ein schöner Zwischensnack für so eine Hechtmudi, wenn die fertig ist. Ne? Aber ganz schön geil, muss ich sagen. Was mir jetzt gerade aber auffällt, hier muss ich sagen, aha, die Folie sieht so ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, ob, das hier, ob man das hier sieht. Die sind so wie so Falten. Ich weiß nicht, ob das so sein soll, ob das von der Verarbeitung kommt. Sieht auf jeden Fall erstmal nicht so schön aus, wobei ich sagen muss, wenn hier ein Hecht drauf semmelt, 2-3 Mal, dann ist das wahrscheinlich mit der Optik sowieso relativ egal, weil die dann total zermackt sind. Schöne große Augen hat er aber und das finde ich ganz cool und boah, extrem laute Rasseln. Pike Bomb, ja. In 44 Gramm dürfte das bei den meisten Leuten auch sehr gut zu werfen sein, weil das ist ein Köderspektrum oder ein Gewichtsspektrum, was die meisten Leute wahrscheinlich sehr gut bedienen können. Und was sich auch entspannt mal länger als eine halbe Stunde werfen lässt, würde ich jetzt sagen. Ne? So, da ist ja noch einer. Einer ist noch drin und der kommt, ach, das ist ja geil. Der ist ja cool. Von Tiemco, der Trafalgar 7. Aha.
Floating 70 mm, 4 Gramm Klasse. Ich hole den jetzt gleich nochmal raus. Sieht auf jeden Fall sehr interessant aus. Habe ich so noch nicht gesehen. Tiempo, sehr coole Marke, kommt von Lunatic, beziehungsweise Lunatic importiert die ganze Geschichte. Und wenn man da schönes Japan-Zeug sucht, ist man bei Lunatic definitiv auch immer an der absolut richtigen Adresse. Gerade wenn es um Sachen wie Neuke oder Lurfans. Lurfans? Genau, Lurfans geht. So, da seht dann einmal. Ich packe den mal hier an. So, da hinten ist noch so ein schöner kleiner Puschel dran. 4 Gramm ist wirklich sehr leicht. Das sieht mir aus wie so ein Topwater-Köder. Hier vorne ist auch schon der Snap mit angebaut. Das heißt, kann man einfach direkt ans Vorfach anbinden. Und die zweite Öse hier oben, da vermute ich einfach mal, dass er dann einfach einen etwas anderen Winkel im Wasser hat, weil der Widerstand sich dann verändert. Und finde ich ja mal richtig geil. Der gefällt mir richtig gut. Und der Drilling hängt hier an einem Wirbel, das heißt, wenn sich der Fisch im Drill dreht, hebelt er sich nicht raus. Schöne kleine Details wieder, das sind so Sachen, die mag ich total gerne. Das ist richtig cool, denn so habt ihr ein bisschen mehr oder weniger die Gefahr, dass der Fisch sich aushebelt. Also hier unten, ne, ist es ein Wirbel eingelassen und geil, finde ich gut. Richtig, richtig cool. Farbe ist, halt die Namen wahrscheinlich nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass das wieder irgendeine Zahl hier ist. Zahlencode. Ja, die Nummer 31. Schaue ich mal nach, ob ich da den passenden Namen auf der Webseite von Lunatic finde. So, genau, das war die Osterbox von MyFishingBox. Ich finde eine richtig coole, durchmischte Box. Hier ist wirklich für jeden was dabei, also keine Zielfischbox im klassischen Sinne. Wir haben von UL bis groß alles am Start. Wir haben Gummiköder, die sich universell auf verschiedene Raubfische einsetzen lassen. Einen schönen Topwaterköder aus Japan und ja, Klassiker ist auch mit dabei gewesen, Blinker, was will man mehr. Ich habe gesagt, ihr könnt noch eine Box gewinnen, die steckt hier drin und das machen wir wieder genauso einfach wie bei den anderen Gewinnspielen, die ich sonst so mache. Ihr schreibt einfach einen Kommentar mit dem Hashtag Ostern unten in die Kommentare, ich blende das alles nochmal ein und schreibe alles in die Videobeschreibung mit rein. Und dann seid ihr schon mit dabei. Es wäre natürlich cool, wenn ihr mir ein Abo da lasst, denn davon lebe ich. Nicht ich lebe davon, sondern der Kanal lebt von euch und von den Abos. Und dann verpasst ihr in Zukunft auch nichts mehr. So, und wer jetzt noch ein bisschen was bestellen möchte, bei MyFishingBox, ich habe es eingangs ja schon erwähnt, ihr könnt mit dem Code, den ich jetzt hier einblende, 10% im ganzen MFB-Shop sparen. Ob jetzt eine Zielfisch- oder Sonderbox oder Abo-Box, ist völlig egal, auch auf Merchandise. Ihr könnt den gerne benutzen und dann die 10% einfach sparen. So, genau, dann würde ich sagen, vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir sehen uns ganz bald wieder zu den nächsten Boxen. Die stehen nämlich auch schon, kommen aus einer anderen Ecke in Deutschland. Und dann würde ich sagen, macht's erstmal gut. Bis dahin, euer Toni.